Hallo an alle, die auch dieses Mal wieder eingeschaltet haben. Wir sind hier wieder zurück zu einer neuen Episode von Windcraft. Ja, wir sind hier wieder da. In Windcraft, auf Mage Island, der anscheinend sehr magischen Insel. Ich habe kein Boot. Denn, na, es ist recht schlecht, wenn ich kein Boot habe. Da meine Pläne für diesen Part hier waren, hinten auf Half Moon Island zu gehen und diese Insel mal ordentlich zu erkunden. Aber ich glaube, dass ich hier einige Sachen entbehren kann. Ja, was könnte ich denn wegschmeißen? Ich glaube, diese Refined Iron Chainmail kann ich wegschmeißen. Da kann ich mir zwei Boote holen, Hin- und Rückfahrt. Und ja, ich glaube, ich bin jetzt gut gewappnet. Also, boah, gehen wir mal dahin, würde ich mal sagen. Oder, na, nicht wirklich gehen, eher segeln, fahren, irgendetwas, was drauf, was passen würde. Und hier scheint dieser Wasserstrom entfernt worden zu sein. Jetzt hat man hier so einen schönen Jump'n'Run nach oben. Den werde ich jetzt, ich gehe jetzt mal hoch. Ich musste hier zwar noch nicht hoch, aber das ist, glaube ich, mal was Neues. Ja, es ist ja recht neu hier, dass hier jetzt dieser Jump'n'Run ist, mit vielen Jahren. Ja, also, gucken wir uns mal an. Hier war ja damals nur so ein langweiliger Wasserstrom. Oder, ja, da war einfach nur Wasser, was von oben runter kam. Und jetzt, hier sind wir dann also. Ja, und das ist wirklich schön gemacht hier. Okay, man sieht natürlich kein bisschen was, das ist eigentlich nur hier eine Treppe gewesen und wir sind jetzt deutlich über der Insel. Haben hier einen schönen Überblick. Man könnte von hier aus eine Karte zeichnen. Oder von hier aus sieht man wirklich alles Mögliche, was auf der Insel ist. Also macht ja doch schon einen schönen Blick. Wir haben hier Ray Sharath. Und wir wollen heute darüber. Auf die Half Moon. Oh, das ist eine Kiste. Auf die Half Moon Island. Ja, gehen wir mal dahin. Oder fahren, oder fischen. Nein, fischen nicht. Schwimmen wir dahin. Und ich würde auch gerne vorne in die Insel rein. Also, ja, fahren wir auch hier einmal rechts rum. Weil Half Moon Island nun mal wie ein Halbmond aufgebaut ist, wie der Name schon sagt. Und die Öffnung der Sichel ist nun mal hier vorne. Irgendwo, da vorne, denke ich. Und ja, da müssen wir auch getreu der Insel, getreu des Designs, ja, müssen wir hier auch mal rein. Wie man hier sieht, schon sehr, sehr viele Monster. Was sind das? Das sind Oni Skeletons und Oni Zombies. Haben wir hier noch einen Wasserfall, noch eine Insel? Oder keine Insel? Ich bin früher dort reingegangen, ich war noch nie dort drüben drin. Jetzt gucken wir uns auch nochmal an. Diese Zombies hier sind Level 33. Okay. Diese Skelette auch Level 33. Scheinen alle Level 33 zu sein. Also gucken wir einfach mal. Scheint wohl ein sehr, sehr starker oder ein sehr, sehr guter Platz zum Trainieren zu sein. Ja. Alles schön düster hier. Ich glaube, ich spiele gerade auf Moody. Ich weiß gar nicht. The Gate opens the way to plate. Oh, es geht hier weiter rein. Oh, wir müssen eine Weighted Plate finden. Ah, cool, ein Rätsel. Ich weiß gar nicht, ob es damals schon da war. Aber ja, offensichtlich ist es jetzt da. Also lösen wir es auch mal. Da ist eine Kiste, die ich gerade nicht öffne. Oder doch, jetzt tue ich das. Also, jetzt. Wir haben hier ein paar Emeralds und einen Helm drin, den ich nicht brauche. Mann, ich hasse dieses Gefühl, irgendwas nicht brauchen zu müssen. Oder nicht zu benötigen. Ich hasse das, weil das ist eigentlich etwas Schönes, wenn man Sachen hat, aber mit der Zeit wird man hier ja eigentlich immer besser und braucht einfach die Sachen überhaupt nicht. Steht da hier lies Linda. Oh, ich glaube, das. Oh, irgendjemand vom Build-Team, denke ich. Ist mal so von meiner Vermutung. Weil die vom Build-Team oder die vom Crafted Movie hier überall versteckt sind. So als Easter Eggs.
Und hier scheinen sehr, sehr viele Monster zu sein. Hier war, glaube ich, mal ein Hopper oder so. Nee. Ich glaube, hier irgendwo an so einer ähnlichen Stelle war mal eine Ender-Chest. Das habe ich mal auf dem Forum gesehen. So an einer ähnlichen Stelle. Da kamen dann so Partikel raus und hat man eine Bank gehabt. Das kann man auch nur mit 1.7 sehen, da man jetzt ja nichts mehr zerschlagen kann. Wenn man, wenn das Tool nicht erlaubt ist. Oh, ein Oni Shaman oder Shaman. Oni Shaman. Ein Shaman. Was haben wir hier? The Plate of the Oni Gate. Wow. Oh mein Gott, ich bin draußen. Ah, okay. Dann gehen wir mal runter zum Oni-Gate, würde ich mal sagen. Zum Oni-Gate. Wer ist eigentlich dieser Oni oder Uni oder... Okay, ich glaube, das waren die beiden Möglichkeiten. Oder Oni. Der Oni. Ja. Das ist der Oni. Wir nennen jetzt den Oni. Das Oni-Gate. So, da haben wir hier das Oni-Gate. Wir gehen hier mal durch. Oh, ah, ich glaube, früher konnte man hier eigentlich auch so rein, oder? Früher gab es, glaube ich, einen anderen Eingang. Oder nee, das Ganze war offen, stimmt. Just wanted to tell everyone that I got 100% of my English exam, which this means we can do anything. Schön gemacht. Ja, ich glaube, man konnte hier früher so rein. Na, heute anscheinend nicht mehr. Hier waren früher extrem viele Spinnen. Ich frage mich, wo die sind. Ich glaube, die wurden alle durch diese Viecher oder ersetzt. Ich bin mit zu faul, Zombies oder Skelette zu sagen. Ach, da habe ich es schon wieder getan. Ja. Scheint hier wohl recht viel Loot zu sein. Ja. Ich mache einfach die Emeralds mit. Oh! Oh! Woher kam der denn? Okay, das war gerade ein bisschen erschreckend. Oh. Der Hulk. Death of Oni oder Oni oder oh. Miniboss. Oh, shit. Oh, snap. Oh, snap. Puh. Kommen die hier und erwischen mich auf dem falschen Fuß. Oh, das war ein bisschen erschreckend. Ja, ich hätte das nicht erwartet. Aber, naja, das gehört, glaube ich, zum... Das gehört, glaube ich, dazu. Hören hier, weil sich so ein bisschen umguckt. Wie kommt man hier eigentlich raus? Ah, okay, da ist ein Knopf. Okay. Ich wollte gerade fragen, wie kommt man hier eigentlich raus, wenn da oben keiner ein Item draufgelegt hat. Aber da ist ein Knopf. Also geht das wahrscheinlich. Okay. Dann gucken wir uns nochmal an. Da oben waren früher ja noch mehr, das weiß ich noch. Ich will mir mal angucken, was da, wo die anderen Wege hinführen. Ich weiß, weil, naja, ich noch ein bisschen Erfahrung habe. Ich war nämlich schon mal. Zwar nicht in der Aufnahme, da bin ich nämlich nicht da unten hingegangen. Ich bin hier oben reingegangen. War, na, der andere Weg. Scheint wohl nur zu einer Kiste zu führen. Was, naja, im Grunde nichts Schlechtes ist, aber es ist auch nichts Gutes. Okay. Dann haben wir jetzt so größtenteils alles gesehen. Diese hier scheint sich wohl sehr, sehr gut zum Trainieren zu eignen. Wir haben einen Schamanen hier. Wir haben Zombies, Skelette und einen Endboss. Und zwar Death Oni oder Oni oder Uni. Uni. Ja, Uni. Ja, nee, wir wollten schon Oni nennen. Also nennen wir den weiter Oni. Der Oni. Ja. So. Was mache ich jetzt? Auf den Ice Islands war ich ja schon oft genug. Da muss ich, glaube ich, nicht nochmal hin. Wo können wir noch hin? Also Skeens Island, da wirst du auf jeden Fall mal was. Ich glaube, dafür muss ich, glaube ich, noch ein bisschen stärker werden. Dann auf jeden Fall Side Island. Ist auf jeden Fall etwas, was wir besuchen sollten. Ich habe ein Schiff gefunden. Was macht ein Schiff hier? Wo bin ich? Ja, okay, nehmen wir uns doch mal das Schiff hier vor. Dann auf Volcano Island war ich auch noch nie.
Da muss ich auch nochmal hin. Auf Death Island, oder wie auch immer das nochmal hieß. Diese Insel da hinten, auf der ich schon mal so ein bisschen war. Ja, nicht so wirklich, aber ein bisschen. Man scheint nicht auf das Schiff raufzukommen. Aber na, es sieht gut aus. Tja. So, dann fahren wir weiter. Death Island, oder wie auch immer das nochmal hieß. Ich habe vergessen, wie die Insel hieß. Das ist schlecht. Ja, ich glaube, das war schon alles. Na, Morrow Peaks. Da muss ich auch nochmal hin. So gucken, ob sich was verändert hat. Ich bezweifle, dass sich was verändert hat. Aber da müssen wir auch nochmal hin. Und dann natürlich zum Gavel Gate. Oder zum World Gate. Da hinten in der Ecke. Wenn es überhaupt noch geht. Ich bin mir nicht allzu sicher. Ja, und dann vielleicht noch diesen Unterwasser-Dungeon, der zu einer Quest gehörte. Ich glaube, das war... keine Ahnung, welche Quest nochmal war. Side Island war es auf jeden Fall nicht. Lass mal nochmal das Buch lesen. Okay, dann habe ich gerade das angefangen. Das habe ich auch angefangen. Habe ich noch nicht. Noch nicht, noch nicht. Oh. Macabre Masquerade. Oh, den... Ich habe die Quest noch nicht... Ich habe die Quest doch schon mit meinem Assassinen gemacht. Ich habe Halloween 2014 doch schon gemacht. Man kann es anscheinend nochmal machen. Lohnt sich ja anscheinend, als zu studieren. So. Hallo Mind ist eine neue Quest. Jungle Fever gehört das... Nee, Jungle Fever war eigentlich nur Geld holen. Das war eigentlich nur Geld holen. Temple of the Legends. Das könnte gut sein, dass man dafür das gleich da unter muss. Passage, ne? Reincarnation. Vielleicht auch hierfür. Oh ne, Beneath Depths. Das war das. Das war eine Scheißquest. Ach, das habe ich gar nicht gesagt. Auf jeden Fall, die war sehr, sehr anspruchsvoll. Und dann haben wir noch hier einen Haufen neuer Quests und ich wollte gerade neu ins Wasser gesetzt. Wo war ich nochmal? Da lang. Ja. Es gibt anscheinend noch sehr viele Quests. Die sollte ich, glaube ich, auch mal machen. Denn die führen... Ich habe so die Vermutung, dass die einen zu neuen Orten führen. Die dementsprechend auch noch völlig unbekannt für mich sind. Und das wäre, glaube ich, auch gut zu gucken. Aber ich wollte natürlich hier noch meine Ozeantour beenden. Zumindest das, was ich so hinkriege. So, da vorne haben wir Selcher, unser Hauptankerpunkt. Ich dachte, sollen auch vielleicht mal auch mal Anker anlegen, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, da lang. Perfekt. Und einen Fischer ins Verderben gejagt. Haha. So. Dann sind wir hier in Selcher. Das ist, glaube ich, auch mal ein sicherer Platz, um den Part zu beenden. Kann ich auch schon mal meine Route planen für die nächste Fahrt. Es hört sich an, als würden wir gerade Krieg führen oder ein echter Erkunden, ein echter Abenteurer sein. Ja, der neue Sachen erkundet und sich wirklich eine Route festlegen muss in unbekannte Länder. Obwohl ich ja schon weiß, wie alles aussieht aufgrund der Map. Also, ja, ich gucke mir einfach mal, was ich im nächsten Part so mache. Habt ihr so Vorschläge? Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben. Und damit war es das hier für diesen Part. Wir waren auf Half Moon Island, haben einige Bewertungen abgegeben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, macht's gut und tschüss.